Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Opazockt Minecraft Feed the Beast. Ich glaube, das müsste jetzt mittlerweile die 15 Uhr Folge sein. Und der Andreas, mit dem ich nebenbei noch auf Skype schreibe, hat mir gerade gesagt, du bist ja blöd. Du hast keine Festplatten. Guck mal hier. Bedrockium gibt es ja auch noch. Und guck mal, was Bedrockium Block braucht. Ein Octuple Compressed Cobblestone. Und das habe ich total vergessen. Pass auf. Für alle, die es nicht wissen, ich zeige euch das mal ganz kurz. Pass auf, wir haben jetzt hier hinten 6, 7 grüne Punkte. 7. Das wird jetzt natürlich ordentlich ruckeln, weil das schwierig ist. Hier, Cobblestone. Wir machen Cobblestone. Das pressen wir jetzt. Und wir machen jetzt aus 233.000 Cobblestone ein Compressed Cobblestone. So, jetzt müssen wir mal kurz warten, weil das dauert jetzt eine Ewigkeit. Puff, genau, da ist das System kurz ausgefallen. Sollte nicht so oft klicken, einfach mal ein bisschen weniger. So, Inventar ist voll. Ja. Jawohl, alles rein. Dafür müssen wir dann uns nochmal ein Rezept. Ah, das ist ja schon wieder ausgefallen. Ja, aber das kostet jetzt ordentlich Strom. Weil für jedes Ding, was wir hier machen, kostet das ja auch Strom. Und dadurch, dass wir noch eine Energiezelle unten dran haben, dauert das mal ein bisschen. Wieder kurz ausgefallen. Ach ja. Und dann können wir es nämlich mit dem Dings machen. So, das könnte man so mal machen. Aber man sieht ja schon, wir haben jetzt hier 200.000 Cobblestone weggemacht zu 11.000 Compressed Cobblestone. Und hier, ihr seht schon, da ist einiges wieder grün geworden. Wir machen uns daraus jetzt gleich mal ein paar Blueprints. So, ein Compressed mit dem Zeug. Die können wir jetzt wieder compressen. Dann kommt Double Compressed raus. Und wie ihr schon vermutet, das kann man jetzt so weit treiben. So, jetzt kommt Triple Compressed raus. Das sind dann schon 729 und es geht so weit, dass ein Block dann 43 Millionen Kabel hat. Aber um das halt mit dem System hier zu machen, ich zeige euch das jetzt auch gleich mal ganz kurz.
Haben wir hier noch Platz? Da ist noch Platz. Also, ich zeige euch das mal ganz schnell. Weil wir haben hier im Moment jetzt nur, mach das offline, einen Monitor und so eine 1K Crafting Storage. Wenn ich jetzt hier hingehe und sage, pass auf, Kollege, mach mal einen davon, dann braucht er 67 Bytes, weil er alles da hat. Wenn ich sage, mach mal 100 davon, dann braucht er schon 10.000, weil er hiervon, oh ne, 10.000, wir haben nur 1.000, also 100 geht nicht. Das heißt, wir können maximal 10 auf einmal herstellen. Ungefähr. 900. Mach mal. Achso, es sind keine Crafting-CPUs verfügbar, weil er jetzt das Zeug jetzt macht. Und verbraucht jetzt erstmal die Cobblestones und das wird halt. Wir können dann doch. Ach so, okay, Redstone. Und Eisen, jetzt auch noch. Eisen brauchen wir auch noch. Kriegen wir hin. Andreas, definitiv. Warte mal hier. Warte mal. Wir klauen einfach die beiden hier. Und machen daraus mal ein 3. Offline. Hallo? Warum offline? Braucht er noch drei Channels, wenn er da drei Blöcke drin hat, oder was? CPU. Nee. Crafting. Co-Prozessor, 1K Crafting Storage, 4K. Achso, da brauchen wir die vorherigen gar nicht. Okay, dann geht das doch nicht. Weil keine Channels und so. Doof. Aber ist immer noch offline. Gut, also auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber keine Diamanten. Nee, kann man hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Strom. Na gut, wir verlieren jetzt gerade ein bisschen was. Wie weit bist denn du hier hochgeheizt? 1000 Grad. So, das heißt, das Ding produziert es auf Maximum. Gut, sehr schön. Das heißt, der gute Query läuft auf Maximum. Das heißt, theoretisch, wenn er ja nur knappe 1000 braucht, dann reicht die. Dann auch, da brauchen wir keine 5 Millionen, da reichen dann alle Millionen an den Queries. Ja, Gold kommt alles ran, aber noch kein Redstone. Wir gehen mal kurz runter. Auf Höhe 18 ist er. Das heißt, Dias kommen auch gleich. Das ist gut. Das ist perfekt.
So, wir gucken jetzt nochmal hier vorne schnell nach dem hier und dann. Oh, Mist. Und dann kümmern wir uns mal eine Runde um Kabel. Beziehungsweise um den Serverraum, weil das wird jetzt als nächstes ganz gewaltig wichtig werden. Und dann bräuchten wir auf der Seite noch einen Harvester. Den weg, den weg, den weg. Den weg, da hinten haben wir noch einen. Es wird so langsamer. 163, 172. So, kümmern wir uns jetzt, oder fangen wir uns jetzt damit an zu kümmern, dass wir die Kabel automatisieren. Was haben wir denn drin? 91 Kotten. Haben wir so, das haben wir, 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 das, 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 das. Ah, Quarz, das haben wir auch schon, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal am Pattern, der dem sagt, pass auf, Kollege, mach da was man wolle. Dann brauchen wir, haben wir die normalen Cables. Die haben wir automatisiert. Gut, wir brauchen die Dense Cable. Dafür brauchen wir die Covered Cable. So, das heißt Wolle und so ein Glaskabel. Wie viel Klostein haben wir noch? Zu wenig. Das heißt, wir brauchen noch massenhaft an Glowstone. Okay, also Glowstone wird noch schwierig für so viele Kabel. Das heißt, wir brauchen jetzt ja, die haben wir jetzt. Noch Platz hier? Ne, du bist schon voll. Hier noch Platz? Da ist noch Platz. Dann gucken wir mal. Wie viel wir von denen hier herstellen können, oder beziehungsweise was einer von einer braucht. Wolle, das, dies. Okay, da fehlt ein bisschen was von. 100. Bei weitem noch nicht. 20. 20 würde gehen. 40. 40 geht nicht. 30. 30 geht auch nicht. 28 oder sowas geht dann. Achtundzwanzig geht. So, starten.
Man muss jetzt ordentlich Wolle. Achso, die haben wir noch gestort. Dann kann er jetzt da ordentlich Wolle herstellen. So, und jetzt haben wir Wolle, Wolle, Wolle. Haben wir jetzt Cotton. Haben wir jetzt ganze 10 auf Lager. Okay. Dann mach du hier von. Keine Crafting-CPUs sind verfügbar. Okay. Sehen. Geht nicht. Hat noch eben auch gemacht. Nochmal 9. Kannst du davon schon mal ein paar herstellen? Pattern. Kostet, glaube ich, Redstone, ne? Oh ne, Eisen. Und oh, Glowstone. Ione. Iron Ore. Davon haben wir ein bisschen zum Glück. Haben wir jetzt so viel Eisen verbraucht? Pass auf, Frühhäuser. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Was kommt noch mit raus? Ferris, okay. Das könnte dann auch mal automatisieren, dass der die ganzen Erze gleich automatisch verarbeitet. Guckt mal hier, alles schön wieder grün. Gut. Aber das ist jetzt ein. Was macht der hier? Out of Device. Into. So, es gibt den. Basic, Hardened, Reinforced. Und Resonant. Wir haben Reinforced. Hardened Reinforced, den haben wir. Pulverizer Basic. Reinforced, hardened, reinforced. Da, Resonant. Silber und Enderium. Ja, da brauchen wir 4 Enderium für. Enderium Base. Und 2 Enderperlen. Oh ne, der ist zu teuer. Können wir hier auch auf irgendwas verzichten? Können wir die rausnehmen?
Behälter die Konfiguration von vorher drin. Nee. Behälter nicht. Also von oben. Ah, das Gelbe muss nach unten dann raus. Wenn wir jetzt da. Augment. Wir haben jetzt das Level 1, Level 2, Level 1, Level 2, Level 3. Gold. Oh, das machen wir. Level 3. Augment. Oh. Dann brauchen wir davon, glaube ich, nur einen einzigen. Oh, falsch. Also. Diese zwei Enderperlen, die. Muss ich sagen, die investiere ich jetzt mal. Achso, eine Kiste brauche ich. Hier so ein kleiner reicht. Ups. Hier müssen wir runter. Ich meine, der ist so ja schon schnell. Ach so, requires a reasoned machine. Schade. Okay, aber egal. Dann haben wir das schon mal. Dann können wir auch den hier erstmal wieder rausnehmen. Holen uns das andere Gerät wieder und wir haben jetzt so noch so ein paar drin. Dann kommt halt der wieder rein. Und das war jetzt raus. Gib mal das zurück hier. Zack, 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 zack. Dann kannst du das mal mit reinprügeln. So. Damit sind wir auch schon wieder drüber über die Zeit. Mal wieder. Was haben wir gemacht? Achso, ja, genau. Wir haben den Cobblestone gepresst. Das ist fertig, das ist fertig. Wunderbar. Gut, nächste Folge geht's weiter. Bis gleich.